Es steht ja eigentlich schon im Titel innen, oder? Die wundersame Verwandlung der Arbeiterklasse in Ausländer. Momentan sind wir am Schnitt, am Drehen und am Animationsteilen arbeiten für meinen Dokumentarfilm Die wundersame Verwandlung der Arbeiterklasse in Ausländer. Am Schluss vom Film gibt es eine Episode, wo ich verprügelt wird, das war in der Realität auch so gewesen, bei der Stadtpolizei Zürich im Urania im Keller unten, und wo ich mich gewehrt habe und gesagt habe, hallo, das ist nicht richtig, dass ihr mir da unten abschlönt. Die Sechsten haben sie gefunden, dass ich als Papierli-Schweizer eh nichts zu sagen habe. Also ich habe die ganze Karriere durchgemacht, vom herzigen Exot zum Cink, nachher der böse Muslim-Terrorist und dann der Papierli-Schweizer. Quack! 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 Ich wurde zwar durch mein südländisches Aussehen immer als Cink beschimpft in meiner Jugendzeit, aber es geht natürlich auch darum, dass ich als Filmemacher erzählen möchte, wie es mir selbst dabei ergangen ist in dieser Zeit, weil ich in dieser Schweiz groß geworden bin mit dieser Welle der Migranten. Zum ersten Mal arbeiten wir jetzt mit Leuten aus der Game-Industrie zusammen, weil die neuen Technologien sind meiner Meinung nach so weit fortgeschritten, dass wir wirklich problemlos Animationen herstellen können. Da ich ja in einem gewissen Alter bin, kann ich ja also nicht als kleiner Junge vor die Kamera treten, und deswegen haben wir uns entschlossen, mit Hilfe von Avataren meine Geschichte auch zu erzählen. Meine Ankunft im Hauptbahnhof Zürich mit meiner Familie hätte man nur unter riesigem Aufwand real drehen können. Aber mit Hilfe dieser Technologien können wir den ganzen Bahnhofplatz inklusive Schneesturm wieder auferstehen lassen. Und es sieht sehr, sehr realistisch aus. Fast zu realistisch, meiner Meinung nach. Von mir aus gesehen ist es tatsächlich so, dass ich der Meinung bin, dass diese neuen Techniken aus der Game-Industrie die ganze Filmindustrie in Zukunft revolutionieren werden. Abgesehen davon, von diesen neuen Technologien, bin ich natürlich gespannt, was das Publikum dazu meinen wird. Und dabei auch noch ein paar Episoden mitkriegt von einer fantastischen Umsetzung meiner eigenen Kindheit und Jugendzeit.